Hi, ich bin Dennis von MSO Digital und ich erkläre dir heute, was ein Key Performance Indicator oder kurz KPI ist und wie du ihn für dein Marketing sinnvoll auswählst. Grundsätzlich gestalten wir natürlich unser Marketing so, dass es messbar ist. Bedeutet, wir gucken ganz genau, was geben wir aus, an Werbekosten vor allen Dingen, und was kriegen wir an Ergebnissen wieder rein, das heißt, wie viele Anfragen generieren wir dadurch zum Beispiel. Zur Bewertung dieses, was hat das eigentlich gebracht, nutzen wir KPIs, was eben für Key Performance Indicators steht, was nichts anderes ist als wirklich harte Kennzahlen. Um diese harten Kennzahlen sinnvoll auszulegen, müssen wir zuerst ein Ziel festlegen. Dazu teilen wir hier bei der MSO Digital unsere Kampagnen in die Bereiche Branding oder Performance auf. Du kennst bestimmt das AIDA-Modell, wonach der Kaufprozess in Attention, Interest, Desire und Action aufgeteilt wird. Attention und Interest lassen sich dabei gut durch Branding-Kampagnen erreichen. Ziel bei Branding-Kampagnen ist eine hohe Reichweite. Das heißt, wir wollen gesehen werden. Und so unsere Kunden sollen sich möglichst danach an unsere Werbung erinnern. Klassische Kanäle dafür wären zum Beispiel Display-Advertising, dazu gehört YouTube-Werbung, dazu gehört TV-Werbung zum Beispiel aber auch. Zugehörige KPIs wären zum Beispiel die Impressions, also die Anzahl der Einblendungen der Werbung. Wir können die Relevanz über die Click-Through-Rate messen. Wir gucken, wie viele Visits auf unserer Website hat die Werbung denn generiert. Oder wir messen die Absprungrate. Dann haben wir diesen anderen Bereich, der eben diese Performance-Kampagnen ist. Damit lassen sich gut Desire und Action, also die beiden Bereiche, wo es wirklich darauf ankommt, dass ein potenzieller Interessent etwas mit uns zu tun hat, interagiert mit uns. Und die sind ganz klar conversion-orientiert ausgerichtet. Das heißt, bei Performance-Kampagnen gucken wir stark darauf, wir wollen wirklich eine Kontaktanfrage erreichen, wir wollen einen Kaufabschluss erreichen oder eine Registrierung erreichen. Und klassische Kanäle dafür sind zum Beispiel Search Engine Advertising, das klassische SEA, Google Shopping oder auch dynamisches Retargeting. Die KPIs sind dabei sehr, sehr stark auf dem ausgerichtet, was wir wirklich messen wollen. Das heißt, unsere Abschlüsse. Das heißt, wir gucken auf der einen Seite, wie viele Conversions haben wir denn überhaupt erreicht, die reine Anzahl. Wir gucken, was ist der durchschnittliche Bestellwert zum Beispiel, wie groß war der Warenkorb. Wir gucken, wie hoch sind die Werbekosten pro Conversion oder wie viele Leute haben uns hinterher angerufen. Nur wenige Kampagnen, das muss man dazu sagen, lassen sich eindeutig Branding oder Performance zuordnen. Das heißt, man hat immer so ein bisschen Mischform. Deswegen ist die Betrachtung von mehreren KPIs auf jeden Fall sinnvoll. Wichtig dabei, alle beteiligten Personen, ob nun intern oder extern, beispielsweise durch eine Agentur, sollten sich auf spezifische KPIs committen. Das heißt, alle sprechen von den gleichen KPIs und den gleichen Zielzahlen. Beispielsweise von den gleichen 2 bis 3 KPIs, auf die die Kampagne ausgerichtet wird. Nur dadurch ist es letztendlich möglich, die Kampagne möglichst gut auszusteuern und die besten Ergebnisse zu erreichen. Ich hoffe, ich konnte damit einen guten Einblick in das Thema KPIs bieten. Wenn du noch Fragen hast, schreib uns gerne in den Kommentaren oder direkt eine E-Mail, die jetzt in der Beschreibung steht.